Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Cornel. Wir sind zurück bei New Super Mario Bros. Wii. Und wir gehen in das Level 5-3, das uns ja beim letzten Mal noch versperrt war. Und versuchen jetzt dieses Level erfolgreich mit unseren Freunden hier. Wer bist denn du? Zu bewerkstelligen. Was sind das eigentlich für Gestalten? Mal so die ganzen... Ich meine, ich will denen ja nicht zu nahe treten. Irgendwie fällt es mir... Irgendwie fällt es mir gerade so schwierig, die ernst zu nehmen. Oh! Ich hätte sehr gerne, wenn das möglich wäre, den Propeller. Jetzt. Danke! Ich bin der... Boah, bin ich ein guter Spieler, ey. Krass. Was sind es eigentlich für Gestalten? Ich weiß es selber nicht so genau. Guck mal, jetzt brauchen wir hier noch nicht mal die Hilfe von denen. Wir können einfach so fliegen und die Sternmünze erreichen. Das ist wunderbar. Paracoopas, bitte lasst mich in Frieden. So, wir fliegen einfach oben drüber. Können wir auf den... Nein, okay, es geht nicht mehr. Ich glaube, da kann man auch unten drunter herlaufen. Tun wir aber nicht, brauchen wir nicht. Mittellinie hab ich, dankeschön. Erste Sternmünze. Und ja, die Röhre sieht ziemlich... Bitte nicht. Oh. Ich dachte, wir verlieren jetzt unseren Propelleranzug. Das wäre natürlich nicht so gut. Ich möchte den behalten. Okay. Ein Levelabschnitt extra für unseren Propelleranzug. Wir kriegen natürlich... Es hat nicht geklappt. Es tut mir leid. Ich habe alles versucht. Ich habe alle meine Kraft gebündelt. Es hat einfach nicht funktioniert. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Okay, wir müssen den eliminieren. Wobei, wir hätten den auch leben lassen können, glaube ich, aber... Oh, shit. Ich wollte voll gerne erst oben treffen. Aber ist egal, wir können unten drunter herrutschen. Was sind das für Gestalten? Haben die... Sollen es Spinnen sein? Ich weiß es nicht. Na, natürlich nicht. Es kann ja keine Spinne sein. Ich weiß nicht so genau. Habt ihr eine Ahnung? Schreibt's mal in die Kommentare. Also, das ist wahrscheinlich einfach nur... Das ist nicht nach irgendwas... Existent. Also das ist nichts nach irgendwie. Solche Lebewesen gibt es nicht, oder? Nein. Ach, Cornel, es ist ein Mario-Spiel. Ich bitte dich. Glaub doch nicht immer alles. Hilfe. Ja. Brauche ich nicht. Dankeschön. Level geschafft. Das ist wunderbar. War gar nicht mal so schwierig. Vor allen Dingen mit dem Propellerkopf haben wir das gut gerockt. Ja, sehr schön. Dankeschön. Ja. Dann gehen wir weiter. Jetzt bitte verbauen wir nicht den... Ach so, wir kriegen ja den Weg, stimmt. Ja, ich wollte schon sagen, ja, bitte verbauen wir nicht den Weg. Ich komme da nicht mehr durch, aber... Das Problem haben wir ja gelöst. So, wir laufen durch die wunderschönen Landschaften ins nächste Level. Und das nächste Level wird ein richtig scheiß Level. Oh, scheiße. An dieses Level habe ich noch sehr gute Erinnerung. Denn das ist das Floßlevel. Ja, es gibt es in New Super Mario Bros. U auch. Die wäre wahrscheinlich gar nicht mal so doof. Ich glaube, hier dürfen vier dürfen drauf. Beim fünften Gegner bleibt es stehen. Nein. Ich wollte den... Nee, okay. Doch. Nee, jetzt weiß ich es nicht. Waren es jetzt vier oder fünf? Fünf oder... Hä? 3. Okay, die laufen, ja, natürlich. Die Koopas haben natürlich die, vor allen Dingen die grünen Gumbas, die grünen Koopas, jetzt kommt er hier ganz durcheinander. Die grünen Koopas haben ja die Angewohnheit, ähnlich wie die Gumbas, einfach, Alter. Ich komme hier gerade überhaupt gar nicht drauf. Klar. Wow, es war knapp. Haben die Angewohnheit, einfach, Alter. Das ist ja übertrieben. Kann ich hier irgendwas verkacken? Nee, ne? Also, in dem, das Level wäre eventuell sogar ganz interessant, wenn man es irgendwie so gestalten würde, dass man, ja, wobei doch, sowas gibt es, glaube ich. Solche Levels mit einem, zum Beispiel mit einem, warum? Nein! Ich hatte noch so ein... Oh nein, jetzt ist mein... Okay.
Schade, jetzt ist mein Propelleranzug weg. Den hätte ich voll gerne behalten. So ein Mist aber auch. Jetzt bitte nicht noch... Was ist denn hier los? Bitte lass mich in Ruhe! Nein, nicht auf mich fallen! Explodier bitte! Die fallen einfach aus dem Nichts! Das ist gerade... Oh, ist gerade so schwierig. Fuck! Die fallen einfach vom Himmel! Okay, ich muss noch eine Runde fahren, ich muss noch eine Runde fahren, ich muss noch eine Runde fahren. Okay, okay. Okay. Nein! Ach so! Bitte explodier! Boah, ich dachte, da kann ich unten drunter her, war natürlich völliger Schwachsinn, aber wir haben es geschafft. So ein Level, wenn du so ein Level nicht im First Try schaffst, das ist natürlich die allergrößte Krätze der Welt. Jetzt nicht noch sterben. Gibt es noch einen Gegner? Ja, es gibt einen Koopa. Hilfe. Nein! Das geht nein! So, meine lieben Freunde, jetzt, wir können doch hier nicht mehr sterben. Doch, ein Koopa. Oh, tot. Oh, Leute, ich bin so froh und ich weiß nicht, ob ich euch die zwei Fails noch reinschneide, aber die waren auch wie, die waren so dumm. Da fällt mir einfach ein... Oh. Leute, bitte nehmt mich in den Arm und drückt mich ganz fest. Ich kann... Ey, so eine Scheiße, Leute. Wirklich, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Danke, liebes Leben, dass du jetzt wenigstens der Meinung bist, ich sollte noch nicht das Geisterhaus machen, sondern Level 5. Ich muss ein bisschen rechnen. Wir haben noch ungefähr 8 Minuten zu gehen. Würde ich jetzt mal so schätzen. Für einen guten Part, für eine gute Länge im Aparte. Ist natürlich auch immer sehr wichtig, ne? Dass die Parts eine gute Länge haben. Über die Partlängen haben wir schon lange nicht mehr geredet. Könnten wir vielleicht an der Stelle auch mal, nachdem ihr mich richtig, richtig dicke, dicke Feste in den Arm genommen habt, da würde ich natürlich, würde ich mich natürlich interessieren in diese. Wisst ihr was, nein, 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 ich hab, nee. Aber wieso habe ich das gemacht? Eine perfekte Partlänge. Ich glaube, eine perfekte Partlänge. Es ist echt komisch. Ich meine, bei unserem 1&1 Kanal, den wir haben, wenn ihr den nicht könnt, guckt in meine Abo-Box und schaut vorbei. Da machen wir immer sehr lange Videos, die auch sehr gut performen, kann ich euch sagen. Die performen exzellent. Und das ist schon ein bisschen komisch, weil oft sagt man ja, so langer Content ist eigentlich nicht so gut, aber auf dem Kanal kennt man es ja auch nicht anders, ne? Ich glaube auch, dass so diese Spanne zwischen den Leuten, die kurze Parts mögen und den Leuten, die etwas längere Parts mögen, also dass der Unterschied von den Leuten gar nicht so groß ist. Ich bin mir durchaus bewusst, es gibt Leute, die sagen so, boah, Alter, ein 10-Minuten-Part ist schon ein bisschen lang. Und es gibt Leute, die sagen, 10 Minuten fange ich gerade mal an. Es ist natürlich auch immer so eine persönliche Sache vom persönlichen Moment irgendwie so. Wenn jemand jetzt aus der Schule kommt, sagen wir mal, ich hatte zum Beispiel früher mal bis 16 Uhr Schule, also nein, bis 15.25 Uhr. Um 15.25 Uhr ist die Schule aus gewesen. Ich hatte immer bis dahin Schule und hatte aber dann eigentlich nichts mehr groß zu Hause zu tun. Außer dann in der Oberstufe schon, aber vorher nicht, weil das war halt so eine Schule, die war halt ganztags und deswegen und dafür... Sollte man dann keine Hausaufgaben bekommen, was natürlich Humbug war, hat man trotzdem bekommen, naja. Aber ich habe halt dann auch relativ, sagen wir mal so von 16 Uhr an, relativ viel Zeit gehabt. Das bedeutet, ich hätte mich wahrscheinlich schon über, oder auch heutzutage, ich gucke schon auch gerne längere Videos. Vor allen Dingen, ja doch, schon. Ich meine, man kann dabei auch immer noch schön was machen. Was ich ganz oft mache, oder was heißt ganz oft, aber öfters mal, ist, oder früher, also vor ein paar Monaten habe ich das oft gemacht, da habe ich Videos geguckt und nebenbei Isaac gespielt. Und dann, ja, spielte so schön 2 Stunden irgendein Spielchen und, ja, und guckst dabei halt Videos. Und dann brauchst du halt schon Content, ne? Da reichen dann halt so 10-Minuten Videos nicht. Oder du brauchst halt ganz viele davon. Auf der anderen Seite natürlich, wenn du mal was so für einen kurzen Hunger haben willst. Ja, weiß ich auch nicht. Also eigentlich kann ich Leute nicht verstehen, die sagen, Videos sind zu lang, weil ihr könnt ja auch euch die aufteilen oder so.
Ich meine, ja. Oder die halt an Tagen gucken, wo man nichts zu tun hat. Das ist ja auch so eine Sache, keine Ahnung. Ihr könnt ja auch an einem Wochenende, man kann ja Parts auch nachgucken und so. Die verschwinden ja nicht. Ich verstehe auch Leute nicht. Kann ich aber ein aktuelles Beispiel nehmen oder ein Beispiel, was ich so gesichtet habe. Beim werten Holly, ne? Beim werten Holly. Ihr kennt ja alle Holly, der hat immer Isaac hochgeladen und dann den ganzen Lauf. Der ging über eine Stunde oder so, keine Ahnung. Oh, scheiße, da hätte ich den Pau gebraucht. Ich bin so dumm. Warum habe ich das gemacht? Ich töte mich. Komm, was kostet die Welt? Ich nehme die Hälfte. Jetzt weiß ich auch gar nicht mehr genau. Ich glaube, bei 14 brauchte ich noch. Alter, das ist schon so spät. Beim werten Holly. Der hat mal einen kompletten Lauf hochgeladen von Isaac, weil das so ein... Oder nur einen halben, der aber sehr lang ging. Auf jeden Fall war es eine sehr lange Folge, ist auch egal. Und da hat dann jemand drunter geschrieben so, ja, das kann ich nicht gucken, bla bla bla, dann gucke ich gar nichts mehr hier. Weil die Videos zu lang sind und so, wo ich mir so dachte, hä? Bitte, deswegen willst du jetzt nichts mehr gucken, weil ein Video zu lang ist? Und dann meinte er halt so, die haben dann da irgendwie diskutiert und dann kam halt so, ja, ich komme gar nicht hinterher, ich kann gar nicht, ich komme mit dem Nachgucken nicht hinterher und dann ist es richtig scheiße und dies, das und jenes, wo ich mir so dachte, hä? Was ist denn das Problem? Guck doch einfach dieses Video dann nicht oder guck es dir geteilt an. Ich verstehe das nicht. Ich meine, ist doch okay, wenn ihr viel zu tun habt, aber man muss es echt nicht übertreiben. Also, ich weiß ja nicht. Wenn ihr euch jetzt sagt, okay, ich gucke nur 30 Minuten am Tag YouTube, dann soll das... Ist es natürlich euer gutes Recht. Nein! Ja! Das ist natürlich euer gutes Recht, ne? Gar keine Frage, aber... Dann dürft ihr euch auch nicht beschweren bei Leuten, die mal längere Videos machen, weil dann seid ihr ja im Grunde das Problem. Also... Weil ihr ja nicht gucken wollt oder so, oder euch die Zeit nicht nehmen. Also, das ist eine schwierige Sache, aber so rein von der Logik her. Ich kann doch, es gibt Leute, die möchten auch gerne längere Sachen gucken. Ich kann als Content-Ersteller nicht nur darauf achten, okay, da ist jemand, der guckt nur 10 Minuten am Tag YouTube und dann darf ich nur 10 Minuten Videos machen. Ach, keine Ahnung. Aber das sind wieder so Sachen, da darfst du eigentlich gar nicht drüber nachdenken, weil... Also irgendwelche Leute in die Kommentare schreiben, ist sowieso immer Kokolores. Ja, so ein Schmarrn. Wie gesagt, hatte ich irgendwie kein großes Verständnis für. So, ich glaube, wir machen noch das Level. Ja, komm. Wir machen einen langen Part, Leute. Nee, das Problem ist, ich weiß gerade nicht. Ich glaube, wir sind schon bei 16 Minuten. Aber dann... sollen wir hier noch ein bisschen mehr machen. Das ist doch... Oh, okay. Ich kenne das Level. Ich glaube, wenn man hier jetzt reingeht, dann ist da das Secret Exit oder so. Mit der dritten Sternmünze. Ich glaube, es könnte so gewesen sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, ich glaube, im Wasser war nichts. Ich glaube, das ist so eine Sache, da guckst du oft nach und da ist dann aber am Ende nichts. Ja, oh, zum Glück, ich wollte die nicht einsammeln. Oder war im Wasser doch was? Scheiße. Nein. Ah, genau. Hier war die. Ja, okay. War die zweite? Okay, dann gibt's... Boah, das war die zweite? Oh, das war so ein bisschen tricky. Ne, warte mal. Hier war noch eine Tür, oder? Hier, direkt hier am Anfang. Hier war irgendwo... Ne, da bin ich gerade reingegangen, ne? Dann ist hier die Tür einfach. War es so einfach? Ich weiß es nicht. Da muss auf jeden Fall die erste Sternmünze sein. Erstmal in die andere Richtung laufen. So. Keine Ahnung, das macht man halt so. Nein. Oh, du scheiß Kollege, Alter. Ist ja gar kein Kollege. Ist ja gar kein Kollege. Das ist ja das Ding. Ist gar keiner. Okay, da bin ich da tot, wenn ich da runterfalle? Nee, kann ja nicht. Ich geh nochmal zurück. Ne, da geht eine Treppe runter, okay. Ja, keine Ahnung. Ist immer eine schwierige Sache. Ist eine schwierige Sache, Leute. So. Wollen wir auch gar nicht so viel drüber reden. Komm.
Hätte der Hund nicht geschissen, hätte der Kran nicht gejäht und gekräht und bla und keine Ahnung. Wie gesagt, man kann lange Videos auch sich selbst aufstaffeln und so, aber das sind dann so Leute, die haben natürlich dann auch, ich habe schon 5000 Videos in meiner später Ansehenliste und ich habe ja auch, das sind glaube ich auch Leute, die wollen sich wichtig machen, oder? Ich will da wirklich niemandem zu nahe treten, aber das ist einfach nur Wichtigtuerei im Internet, keine Ahnung. Weil wenn ich jemanden mag und die Videos gerne gucke, dann beschwere ich mich doch nicht, die sind zu lang, ich gucke nie wieder ein Video. Das ist doch Schwachsinn, also sagen wir mal ganz ehrlich, das ist kompletter Schwachsinn. Das ist kompletter Schwachsinn, das kann ich euch sagen. So wahr ich hier stehe, so wahr ist das. Hier muss irgendwo noch eine Tür sein, weil die da unten wird auch fake sein. Ich will da mal hin. Du Buhu gehst mir gerade gewaltig auf die Nerven. Ja. Da habe ich mir natürlich wieder das Richtige angefangen. Ja, okay. Keine Tür, dafür die Sternmünze. Wunderbar. Gut, dann haben wir schon mal zwei. Und wenn wir uns jetzt ein bisschen sputen, können wir sogar noch einen vernünftigen Party rausmachen. Haben wir zwar ein bisschen gehangen, aber das ist nicht so schlimm. Ich glaube trotzdem, es gibt hier einen Secret Exit und das sind jetzt zwei Wege, die man da ein... Ne, hier bin ich falsch. Zurück! Kommando zurück, Mario! Minecraft-Technik, ho, was ab? Minecraft bei Mario mit dem Springen, weißt du, so schneller laufen, weil man hier so hüpft. Ja, Minecraft mache ich vielleicht auch bald mal wieder ein bisschen, ja... Kann ich mir gut vorstellen. Der Dexter ist ja wieder da. Wobei, vielleicht ist er jetzt schon wieder weg, wenn das Video kommt. Ich glaube, ich habe noch zwei Videos im Vorrat. Hier gerade, wo ich das drehe. Mal schauen. Hier gab es doch noch irgendwo so ein, ja, einen Geheimweg. Doch, doch. Ich bin mir durchaus sicher, dass ich fast schon weiß, wo hier noch... Also ich habe auf jeden Fall was im Kopf. Vielleicht vertue ich mich da aber auch. Naja. Auf jeden Fall habe ich auch mal wieder Lust ein bisschen auf Minecraft, aber da muss ich mich auch erstmal reinspielen und so. Das ist immer so, wenn man lange Minecraft nicht gespielt hat. Das Schwierigste für mich ist irgendwie immer, mich vernünftig fortzubewegen und so. Die Schnelligkeit an Tastatur und Maus, so, das ist immer ein bisschen so die Sache, die dann am Haken ist. Wir haben alle Sternmünzen. Aber wir haben keinen Exit, wir sind wieder am Anfang. Vielleicht gibt es hier doch keinen Secret Exit. Doch, wir müssen da runter, das ist richtig. Da müssen wir, da drüber, da müssen wir... Es gibt hier so einen Geheimweg. Ich muss da runter, oder? Warte mal. Und hier jetzt durch die Wand. Jups. Das dürfte das jetzt sein. Jetzt ist der Part doch viel länger geworden, als ich wollte. Als er sollte. Ach ja. Ach ja. Wow. 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 Bitte, lieber Gott, lass da das Ziel sein. Das war gerade ein bisschen hakelig. Okay. Bitte nicht sterben. Oh nein. Ich würde damit nicht gut klarkommen, wenn ich jetzt sterben würde. Ich würde damit echt nicht gut klarkommen. Bitte, lieber Gott. Lieber Gott, sag mir, das ist das Secret Exit. Okay, das bedeutet, es gibt noch ein Secret Exit. Ne, es gibt noch ein Exit. Das suchen wir im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ihr dürft das Video bewerten. Positiv, negativ, das ist eure Entscheidung. Bis dann und ciao und tschüss.